Eine Serie von Raubüberfällen, Entführungen und Morden. Geld her! Verbreitet Angst und Schrecken in Südkalifornien. Zwei Liebespaare schlagen eine tödliche Schneise der Gewalt. Auto her! Eine Spur des Grauens. Jedes Verbrechen brutaler und blutiger als das davor. West Covina, eine 100.000 Einwohnerstadt im Bezirk Los Angeles, gut 30 Kilometer vom Zentrum LAs entfernt. Im September 1991 versetzt eine Serie brutaler Entführungen und Raubmorde die Bevölkerung in Furcht und Sorge. Die Täter lauern ihren Opfern an vermeintlich sicheren Orten auf. Shirley DeNogin ist Chefsekretärin bei einem Großhandel für Golfausrüstung. Sie hat mir zum Abschied gewunken. Ich habe zurückgewunken. Shirley will wie jeden Mittag ein paar Besorgungen erledigen. In einem belebten Einkaufszentrum ganz in der Nähe. Nie würde sie auch nur auf die Idee kommen, dass an diesem Ort einmal das Verbrechen lauern könnte. Raus aus dem Auto und keinen Ton! Los, raus! Auf der Rückbank! Sei ruhig! Halt's Maul! Zeig mir deine Hände! Sie rauben sie aus. Schmuck, Scheck und Kreditkarten. Auf die Scheckkarte sind sie besonders scharf. Da lockt Bargeld. Bei welcher Bank bist du? Sag schon, welche Bank? Shirley wird dazu genötigt, all ihre PIN-Nummern preiszugeben. Auf dem Freeway ist Stau. Sie fahren rechts ran. Shirley DeNogin hat Panik und Todesangst. Ich sagte Ruhe! Sie kann sich nicht wehren. Die Gangster sind bewaffnet. Auf einmal wird ihr klar, die wollen sie umbringen. Sei ruhig! Ganz ruhig! Wehe, du machst hier eine Welle! Jemand hört die Schüsse und alarmiert die Polizei. Der nächste Streifenwagen ist sofort hingefahren und hat sie gefunden, auf der Seite liegend, neben einem Maschendrahtzaun. Ehemann Ray ahnt nichts, wird aber zu Hause zunehmend unruhig, je länger Shirley ausbleibt. Er ruft überall an, wo sie eventuell sein könnte. Niemand hat was von Shirley gehört. Um 9 rufe ich die Polizei an. Die bluffen mich an. Schauen Sie keine Nachrichten? Es gab einen Vorfall auf dem Freeway. Wir glauben, das ist Ihre Frau. Das war die erste Vorwarnung. Man erstarrt. Man weiß nicht, ob man weinen oder schreien soll oder gar nichts tun. Wer Shirley einmal begegnet ist, wird sie niemals wieder vergessen. Man spürte ihre Aura, ihre Präsenz, wo immer sie auftauchte. Shirley ist bereits die zweite Frau, die innerhalb weniger Tage vor dem Einkaufszentrum entführt worden ist. Eine eigens gebildete Sonderkommission ist Tag und Nacht im Einsatz. Aber das kann die aufgeschreckte Bevölkerung nicht beruhigen. Auf einmal ist der Teufel los. Nicht nur in den Medien, auch bei der Polizei. Die will dem Spuk um jeden Preis ein Ende setzen. Wo man hinsieht, überall Streifenwagen. Ein Versuch, die Bevölkerung so gut wie möglich zu schützen. Aber die Berichterstattung, überall Presse. Die Nachrichtensender haben sich überschlagen. Es scheint den Tätern vollkommen gleichgültig zu sein, ob es sich bei ihren Opfern um Männer oder Frauen handelt. Es herrscht Ausnahmezustand.
Wenn man nicht nur abends nicht mehr sicher ist, sondern auch tagsüber und am Morgen, das ändert alles. Seit 15 Jahren bin ich bei einer Bank. Jetzt gab es eine Fortbildung im Umgang mit Tränengas. Wir wollten die Bevölkerung warnen, damit sie auf der Hut ist. Nach 2 Tagen führt die Großfahndung zu einem ersten Resultat. Die Spur der Killer konnte bis zu einer Wohnung zurückverfolgt werden. Vermutlich haben sie auch noch ein Kind dabei. Diese Typen haben keinen Respekt vor Menschenleben. Die Polizei weiß inzwischen sehr genau, wen sie im Visier hat. Einen Mann, John Lewis, und eine Frau. John Lewis gilt als kaltblütig und hochgradig gefährlich. Er sagte, kampflos ergebe ich mich nie. Vincent Hubbard ist sein ebenso gewalttätiger Komplize. Dessen Freundin Robin, eine ehemalige Gefängnisinsassin. Sie verfügen über ein Arsenal an Waffen und kennen keine Gnade. Halt die Fresse! Bitte nicht umbringen! Sie haben jede Menge Waffen erbeutet. Mindestens 2 Waffen tragen sie bei sich. Eine 357er Magnum und einen Revolver vom Kaliber 38. So viel wissen wir mit Sicherheit. Was keiner kennt, sind die Motive für die Gewaltorgie. Um die Hintergründe zu erfahren, braucht die Polizei die Zielpersonen lebend. Das Einsatzkommando schleicht sich mit Blendgranaten an. Die Geschichte beginnt 2 Monate zuvor, am 4. Juli, dem Unabhängigkeitstag. 20 Kilometer von West Covina entfernt liegt der Vorort Monrovia. José Avina ist unterwegs zu seiner Freundin, als ihm sein Hintermann auf den Pickup auffährt. Der fremde Fahrer kommt vor. José Avina hatte keine Chance, sich in irgendeiner Form zu verteidigen oder auch nur zu realisieren, was vor sich ging. Ein vorbeifahrender Augenzeuge setzt einen Notruf ab. Eine Hinrichtung. Ein Schuss aus der Schrotflinte. Aus allernächster Nähe. Keine Zeugen, keine Patronenhülsen, nichts. Um einen Raubüberfall schien es sich nicht zu handeln. Sein Portemonnaie hatte er noch bei sich. Geld war auch noch drin. Es sah aus, als handele es sich um einen Bandenmord. Ort, Uhrzeit, die Brutalität, mit der vorgegangen wurde. Alles sprach für einen Bandenkrieg. Bandenkriege greifen zu dieser Zeit rapide um sich. 1991 war die Gegend erfasst von einer wahren Crack-Epidemie. Es gab jede Menge Autodiebstähle, Einbrüche und Tötungsdelikte. Ganze Ortschaften sind geprägt von den Revierkämpfen rivalisierender Drogengangs. Die Behörden bekommen die Lage nicht in den Griff. Auch der Mord an José Avina wird nicht aufgeklärt. Allein an diesem einen Wochenende um den 4. Juli werden 15 Morde verübt. Dieser Fall läuft unter ferner Liefen. Keiner weiß, was es damit auf sich hat. Die Polizei tappt im Dunkeln und ahnt nicht, dass Todesschütze John Lewis und seine Komplizen gerade erst begonnen haben. Einen Monat später in West Covina. Restaurantbetreiber Augustin Ramirez und seine Frau machen sich mit den Tageseinnahmen auf den Weg nach Hause. Lewis wird von Vincent Hubbard begleitet. Einst Erzfeinde in rivalisierenden Gangs bilden sie inzwischen eine unheilige Allianz. Aufgeputscht von Drogen wollen sie die Welt aus den Angeln heben. Hey, Geld her! Was? Geld her! Kein Spielchen! Moment mal! Sofort! Ich geb's Ihnen ja. Hier, bitte. Die Geldbörse auch. Kein Problem. Hier, die Geldbörse. Ruhig bleiben, nicht schießen. Nicht schießen.
Nicht schießen! Ramirez' Frau findet ihren Mann am Boden liegend. Ein Schuss in die Magengegend. Augustine Ramirez ringt um sein Leben und wird in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Traurige Pointe. Ausgerechnet in diesem Krankenhaus ist sein Sohn Sanitäter. Sein Sohn ist einer der Ersten, die ihn verarzten. Doch die Schusswunde ist tödlich. Ramirez stirbt. Seine Familie am Bett. Die Aussage seiner Frau hilft der Polizei nicht weiter. Sie hat nur zwei Männer in einem Auto gesehen. Ramirez Restaurant ist angesagt und läuft glänzend. Gleichwohl haben sich die Killer verrechnet. Finanziell. Raub bot sich als Motiv an. Sie haben erwartet, dass dort gutes Geld zu holen ist. Mehr als es dann wirklich war. Die Polizei hat nicht viel rausgelassen. Aber wenn ein Restaurantbetreiber auf seinem Parkplatz erschossen wird, fällt den Leuten eine Menge dazu ein. Ein Raubüberfall, Streit mit einem Lieferanten, irgend sowas. Es könnte alles Mögliche gewesen sein. Am darauffolgenden Abend auf der Route 60, gut 30 Kilometer östlich, Eugene Valdez ist erschöpft und steuert einen Parkplatz an. Der 55-Jährige braucht eine Pause. John Lewis und Vincent Hubbard lauern ganz in der Nähe. Diesmal sind sie nicht allein. Hubbard hat seine Freundin Robin dabei. John Lewis eine 20-Jährige, Eileen Huber. Die einzige aus dem Quartett, die nicht einschlägig vorbestraft ist. Die Karre will ich haben. Sie gehen nach dem immer gleichen Muster vor. Schnell, überraschend. So haben sie Opfer und Situation sofort im Griff. Tür auf, sonst knallt's. Aufmachen! Los, raus! Und hinten rein. Die Uhr! Her mit der verdammten Uhr! Ich hab nicht ewig Zeit! Sie zwingen ihn auf die Rückbank und fahren los. Er weiß nicht, wo sie hinfahren, hat aber den Eindruck, dass sie einer bestimmten Route folgen. Bald kommen sie auf eine Bergstraße. Nach weiteren 10 Meilen, fernab der Zivilisation, fahren sie rechts ran. Ein berühmt-berüchtigter Ort. Wir sind da jeden Monat ein-, zweimal wegen irgendwelcher Todesstürze. Aus dem Auto mit ihm! Raus aus dem Auto! Raus da! Eugene Valdez ist vor Angst wie gelähmt. Doch ihm ist klar, steigt er aus dem Auto aus, wird er sterben. Darüber, beweg dich! Hier rüber! Ja was? Knall ihn ab! Valdez springt ins Ungewisse. Wieso hast du nicht geschossen? Die Scheißknarre klemmt. Es ist deine Schuld. Wo ist er? Die beiden wissen nicht, ob Valdez seinen Sprung mit dem Leben bezahlt hat. Verdammt! Wir haben keine Zeit. Weg hier! Ihr eigenes Leben wollen die Täter nicht riskieren, um den Entkommenen zu verfolgen. Und fahren in dessen Auto davon. Er hat ernste Kopfverletzungen erlitten. Aber er hat alle seine Sinne beisammen und er bleibt ruhig. Als er davon ausgeht, dass die anderen weg sind, klettert er die Böschung hoch und sucht Hilfe. Eugene Valdez winkt ein Auto heran und setzt sich mit der Polizei in Verbindung. Er kann seine Peiniger beschreiben. Zwei Männer, begleitet von zwei jungen Frauen, die im anderen Fahrzeug folgten. Der Kopf der Bande zum Töten bereit, um ein Auto zu erbeuten. Es gab nur einen Grund, weshalb er ihn nicht im Auto erschießen wollte, die Rücksitzbank. Er wollte nicht, dass Blut auf den Bezug kommt. Nur deshalb sind sie hier raufgefahren. Kein Zweifel. Eugene Valdez ist nur um ein Haar dem Tod entkommen. Es war gegen 1 Uhr nachts.
Da ist es stockdunkel hier oben. Er rennt, kommt an diese Böschung und springt. Ohne die geringste Ahnung, wohin er springt. Wenige Tage später. Juan Rios hat seine Verlobte zu einem romantischen Abendessen eingeladen. Vorher hält er kurz an einem Geldautomaten. Geld her, alles! Keine Spielchen, Geld her! Alles, was du auf dem Konto hast! Sie wollen Geld. So viel sie kriegen können. Sie nehmen alles, was er abheben kann. Und falls er woanders noch was bekommt, nehmen sie auch das. Vincent Hubbard zwingt die Verlobte zur Herausgabe ihres Schmucks. Hübsch! Gib den verdammten Ring her, oder ich blast dir die Birne weg! Du kriegst ihn! Her damit! Ring her! Ich mein's ernst! Wie Raubtiere fallen die Gangster über ihre Opfer her, bis die außer dem nackten Leben alles verloren haben. Doch das Martyrium ist noch nicht vorbei. Die Anspannung im Auto ist extrem. Die Opfer werden bedroht und verlieren vor Angst fast den Verstand. Es ist eine gute Gegend. Da rechnet man nicht mit sowas. Beim Anblick eines Streifenwagens werden die Täter nervös. Nach etwa 3 Meilen fahren sie den Wagen rechts ran und sagen: Raus aus dem Auto und zu keinem ein Wort, zu niemandem. Dann lassen wir euch laufen. Und weg sind sie. Die Täter haben zwar gesagt: Wenn ihr tut, was wir sagen, tun wir euch nichts. Trotzdem hatten die beiden Angst, umgebracht zu werden, ganz gleich, was sie tun. Sie hatten großes Glück. Die 4 Täter leben gemeinsam in einer Wohnung, die nicht einmal eine halbe Meile von diesem Geldautomaten entfernt liegt. Die Bande kostet den Triumph ihres jüngsten Raubzugs aus. Innerhalb kürzester Zeit ist das gesamte Bargeld für Alkohol und Drogen aufgebraucht. Die meisten Menschen fühlen sich nach einem Verbrechen schuldig. Doch dies sind Soziopathen. Keine Gefühlsregung, nichts. Sie meinen, dass sie sich nur nehmen, was ihnen zusteht. Geiler Ring. Steht dir. 3 der 4 haben bereits hinter Gittern gesessen und daraus dieselben fatalen Schlüsse gezogen. Seither stehlen sie, wonach ihnen der Sinn steht, ohne Rücksicht auf fremde Schicksale. In ihren Augen eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Sie sind neidisch und verbittert. Sie erleben die Gesellschaft als etwas, woran sie nicht teilhaben können. Sie holen sich ihre Opfer direkt am Futtertrog. Alle 4 haben von frühester Kindheit an einen ständigen Begleiter. Gewalt. John Lewis und seine Halbschwester Robin wachsen an einem sozialen Brennpunkt auf. Die Regierung hat Baldwin Park zu einem der Notstandsgebiete erklärt. Drogen, Prostitution, Straßengangs, die ganze Gegend ist verseucht. Und John Lewis wächst mittendrin auf. Ein Trainingsgelände für Gangster, Mörder und Schläger. Zu Hause geht es genauso brutal zu. Der Stiefvater hat sie großgezogen und beide sexuell missbraucht. Die Botschaft ist klar. Es gibt keinen Schutz. Niemand wird einschreiten und dir helfen, dich beschützen, sich um dich kümmern. Niemand. In John Lewis gärt der Hass auf den Stiefvater, der Robin im Alter von 12 Jahren schwängert. Sie läuft davon, gibt das Kind in Pflege und findet Unterschlupf bei den Crips, einer der härtesten Straßengangs. Deren Schutz hat einen Preis. 2 Jahre lang muss sie Befehle befolgen, stehlen und rauben. Wie alle anderen Gangmitglieder auch. Für viele ist die Gang Familienersatz. Und wo Familie ist, ist auch Loyalität. Bald nimmt Robin regelmäßig Drogen. Mit 15 wird sie wegen Einbruchs verhaftet und in Jugendarrest geschickt. Den Ermittlern sagt sie, sie brauche ein Dach überm Kopf. Nach ihrer Entlassung gerät sie wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Robin wird zu einer Straßenkriminellen und beginnt eine Affäre mit einem anderen Gangmitglied, Vincent Hubbard. Er hat sie im Blick und sie ihn. Was er macht, macht sie auch. Und was sie tut, tut auch er. Jo, Alter, was wird das? Was willst du hier? Beruhig dich. Falsche Gegend, du Missgeburt.
Robins Halbbruder John Lewis ist Mitglied bei den Bloods, einer verfeindeten Gang. Sie beschreibt ihn als Keimzelle des Bösen in der Familie. Aber die ist längst verdorben. Besser du verpiss dich. Sie ist meine Schwester. John Lewis ist gerade erst aus einer mehrjährigen Jugendhaft entlassen worden. Waffenmissbrauch. John Lewis ist ein sehr gefährlicher Mann. John Lewis und damit die gesamte Situation entspannen sich dank Eileen Huber, einer Freundin von Robin. Die Anziehungskraft wirkt sofort und beidseitig. Anders als die anderen wächst sie in einem strengen Elternhaus auf. Gerade weil sie so behütet aufwächst, ist sie fasziniert von harten und aggressiven Typen. Es gibt einen weiteren Grund, warum es einer wie John sein soll. In Eileens Elternhaus gibt es ständig Debatten und Streit. John ist genau der Freund, der ihre Eltern auf die Palme bringt wie kein zweiter. Er ist Teil ihrer eigenen Rebellion. Die vier ziehen zusammen und riskieren sogar die Rache ihrer Gangs, um einen geheimen Bund zu schließen. Gemeinsam wollen sie die Straßen terrorisieren. Welch eine fatale Kombination. Zwei Männer in einem Haushalt, von denen jeder beweisen will, dass er als Gangster noch mächtiger und erfolgreicher ist als der andere. Das Verbrecherleben zieht Eileen magisch an. Eileens Psyche ist erkennbar gespalten. Mal gibt sie das unschuldige Mädchen vom Lande, andererseits fühlt sie sich zu diesen Schlägertypen und Gangmitgliedern hingezogen. Eileen identifiziert sich total mit John. Sie tut, was er sagt, ohne auch nur nachzufragen. Er hat das Mädchen regelrecht hypnotisiert. John will ein paar neue Waffen haben. Die Gelegenheit für Eileen zu beweisen, was sie drauf hat. Was soll ich mit dem Schrott? Damit kann ich nicht arbeiten. Ich brech zu Hause ein. Mein Vater hat jede Menge Waffen. Okay. Auch Munition. Einfach alles. Genau das, was wir brauchen. Dann holen wir es uns. Eileens Vater ist Waffensammler und momentan außer Haus unterwegs. Bedient euch. Tag der offenen Tür. Perfekt. Genau so mag ich das. Sie hat's drauf. Im Elternhaus öffnet Eileen unbemerkt ein Fenster, als Einstieg. Der Verrat an den eigenen Eltern bringt ihr im Kreis der anderen Respekt ein. Eileen ist klar, dass sie nicht aus demselben Holz geschnitzt ist wie die drei anderen. Mit dem Raub der Waffen will sie beweisen, dass sie dazugehört und zu Recht dabei ist. Das neue Waffenarsenal macht der Bande Lust auf mehr. Der Reiz, Angst und Schrecken zu verbreiten, steigt ins Unermessliche. Willie Sams ist 40 Jahre alt und kommt an diesem Abend von der Hochzeit seiner Tochter. Seine Festtagslaune wird jäh beendet. Geld her, alles! Beeil dich, Mann! Los, alles abheben, was auf dem Konto ist. Heb alles ab, was drauf ist. Und jetzt fahr. Einsteigen. Ist ja gut. Na los! Ins Auto und losfahren! Lewis und Hubbard zwingen ihr Opfer, einen abseits gelegenen Müllcontainer anzusteuern. Beweg deinen Arsch darüber! Los, darüber! Schneller! Und Maul halten! Ab in den Container! Los, rein da! Bitte tut mir nichts! Los, rein da! Aber plötzlich! Er weiß, dass er hier und jetzt sterben wird. Ihr habt doch gesagt, ihr lasst mich gehen, wenn ich tue, was ihr sagt! Bitte! Es wurden Schüsse gemeldet, in der Nähe einer Schule in West Covina. Einige Streifenwagen sind sofort dorthin gefahren. Rund um die Schule haben sie nichts finden können. Dann die Gegend abgesucht und im Müllcontainer Mr. Sams entdeckt. Sams hat gewusst, das ist das Letzte, was er lebend tun wird. In den Container steigen. Und dass er dort nicht mehr rausklettern würde. Die Spuren am Tatort lassen darauf schließen, dass die Mörder noch mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Im Container finden sich die Kreditkarten von Augustine Ramirez. Wertgegenstände eines Mordopfers am Tatort eines anderen Mordes zu entdecken, ist ausgesprochen ungewöhnlich.
Man versucht, die letzten Momente seines Lebens zu rekonstruieren, wie sie abgelaufen sein könnten, was er vorhatte, wo er hin wollte. Man kontaktiert Ehefrau und Angehörige. Er hielt am Bankautomaten an, um Geld abzuheben. Das war der letzte Ort, an dem er gesehen wurde. Es ist derselbe Geldautomat, an dem wenige Tage zuvor Juan Rios und seine Verlobte überfallen wurden. Doch die kamen mit dem Leben davon. Die Tatsache, dass sie immer wieder an dieselben Orte zurückkehren, legt die Vermutung nahe, dass die Täter mit jedem Verbrechen immer dreister und dreister werden. Digitalisierung ist noch ein Fremdwort. Internet, Vernetzung von Dienststellen und Dezernaten, Fehlanzeige. Ein Dezernat ist zuständig für Raub. Das kümmert sich um den Überfall auf Juan Rios und seine Verlobte. Dann gibt es das Morddezernat. Das ermittelt im Mordfall Augustin Ramirez. Und weil es immer mehr Fälle werden, wird die Abteilung des Sheriffs hinzugezogen, um den Fall Willie Sams zu bearbeiten. Das wär's. Die Täter haben sich derweil zu einer ausgedehnten Shoppingtour aufgemacht. Okay, macht $708. Hubbard und Lewis wollen sich mit der gestohlenen Kreditkarte ihres letzten Mordopfers, Willie Sams, neu einkleiden. Verstehe. Doch es gibt ein Problem. Tut mir leid, Ihre Karte wurde abgelehnt. Die Angestellte wird misstrauisch. Geistesgegenwärtig notiert die Verkäuferin das Autokennzeichen. Wir hatten die Beschreibung zweier Verdächtiger. Wir hatten die Beschreibung ihres Wagens und eine Wohnanschrift. Der Wagen ist auf Eileen Huber zugelassen. Die Anschrift ist die ihres Elternhauses im streetgangverseuchten Baldwin Park. Die Eltern ahnen nicht, dass ihre Tochter in wilder Ehe mit einem Mörder lebt. Sechs Wochen sind seit dem ersten Mord vergangen. Elizabeth Nisbet ist Empfangsdame in einem Ärztehaus. Mit ihrem Mann ist sie zu einem großen Einkaufszentrum am Stadtrand von West Covina gefahren. Die beiden gehen getrennt einkaufen und wollen sich am Auto wieder treffen. Auf die Rückbank! Nach hinten, sofort! Halt's Maul und gib deinen Ring her! Die Kette auch! Eileen Huber folgt unauffällig in einem anderen Fahrzeug. Sie fahren auf den Freeway. Elizabeth wird auf der Rückbank von Hubbard bedroht. Halt die Fresse! Ihr Ehemann macht sich inzwischen Sorgen. Er kommt raus. Sein Auto ist weg. Seine Frau ist weg. Als er restlos sicher ist, dass sie fort ist, verständigt er den Sicherheitsdienst des Einkaufszentrums. Elizabeth und der Wagen werden umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Irgendwo fahren sie rechts ran. Am helllichten Tag, zur Mittagszeit. Bitte tut mir nichts! Lass mich am Leben! Tut mir nichts! Nein! Knall sie ab! Bitte nicht! Nein! Sie schießen. Wieder und wieder. Vincent weiß, was John antreibt, deshalb lehnt er sich zurück und überlässt ihm das Morden. Er weiß, dass John Lewis ein abartiges Interesse daran hat. Elizabeth Nisbet hatte sich auf diesen Tag gefreut. Die Hochzeit der Tochter stand unmittelbar bevor. Sie sitzt einfach nur im Auto und wartet auf mich. Ich komme 10 Minuten später und sie ist fort. 30 Jahre meines Lebens fort. In 10 Minuten. Den Wagen lassen sie am Straßenrand stehen, nicht weit weg von unserer Redaktion. Dann hauen sie ab. Die Mörder flüchten im Auto von Eileen Huber vom Tatort. Anschließend steuern sie einen Geldautomaten nach dem anderen an, um das Konto ihres Opfers zu plündern. Stunden später fällt einer Polizeistreife der abgestellte Pickup ins Auge. Ich habe hier einen verdächtigen Wagen.
Sie starb an mehreren Schussverletzungen. Mindestens dreimal wurde auf sie geschossen. Die Durchsuchung des Autos fördert typische Spuren zutage. Zerknüllte Geldautomatenbelege. Es wurde Geld vom Konto des Opfers abgehoben. Eine Stunde, nachdem das Opfer als vermisst gemeldet worden war. Überwachungskameras an Geldautomaten werden 1991 gerade erst installiert. Wir haben uns die Bilder angesehen. Auf einem fährt das Fahrzeug des Opfers durchs Bild, auf einen Parkplatz. Etwa zwei Minuten später zeigen die Bilder einen Mann und eine Frau. Es handelt sich um John Lewis und seine Freundin Robin. 90 Minuten später wird die Kreditkarte des Opfers am gleichen Automaten noch einmal missbraucht. Von Eileen Huber. Gar nicht so einfach, ein Entführungsopfer unter Kontrolle zu halten, während man ein Fahrzeug steuert. Die Autos wurden stehen gelassen, direkt am Straßenrand. Die Täter hätten also zu Fuß flüchten müssen. Oder eben mit einem anderen Fahrzeug, das hinterhergefahren ist. Macht im Mindestfall zwei Täter. Wahrscheinlich aber drei bis vier. Ballistiker können beweisen, dass die Mordwaffe aus dem jüngsten Fall schon vorher zum Einsatz kam. Der Experte sagte, fast dieselbe Munition habe ich vor etwa einer Woche schon mal gesehen. Ein Mord in West Covina. An einem Mann namens Willie Sams. Die Kugeln stammen aus derselben Waffe. Es handelt sich um denselben Mörder. Die Entführung am helllichten Tag vor einem belebten Einkaufszentrum macht den Menschen Angst. Elizabeth Nesbitt wird vor einem Einkaufszentrum gekidnappt. Einem der sichersten öffentlichen Orte überhaupt. Die Täter glauben, sie kommen davon. Sie bilden sich ein, am helllichten Tag ein solches Verbrechen verüben zu können, ohne gefasst zu werden. Die Lage eskalierte. Es drohten weitere neue Opfer. Niemand fühlte sich noch sicher. Mit der Anzahl ihrer Opfer steigen nicht nur Blut und Tatendurst der Täter. Sie sonnen sich auch in der medialen Berichterstattung. Ihr Größenwahn wird immer ausgeprägter. Dazu kommt die berauschende Wirkung der Drogen. John Lewis fühlt sich unantastbar. Sein Macht- und Anspruchsdenken reicht immer weiter. Er glaubt, dass er ungestraft davonkommt und sich nehmen kann, was immer er will. Jeder Mord schweißt die Gruppe enger zusammen. Der Nervenkitzel steigt. Mit jedem Kick kommt Geld rein. Sie geben es aus, brauchen neues Geld. Neuer Nervenkitzel, neuer Kick, neues Geld. Ein Kreislauf, der sich immer weiter zuspitzt. Immer dann, wenn das Bargeld des letzten Verbrechens aufgebraucht ist, beginnt die Suche nach dem Kick von vorn. Das Jagdrevier bleibt dasselbe. Drei Tage nach dem Mord an Elizabeth Nesbitt kehren die Täter zum Ort der Entführung zurück. Erneut am helllichten Tag. Diesmal sind die beiden Frauen in Gefolge von Vincent Hubbard unterwegs. Raus aus dem Auto! Und keinen Mucks! Shirley DeNogene wird überfallen, ausgeraubt, gequält und kaltblütig hingerichtet. Gegen Mitternacht bin ich ins Leichenschauhaus gefahren. Ich habe sie leibhaftig gesehen und identifiziert. Dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe nachgedacht. Und wieder umgedacht. Wie bringe ich das dem Rest der Familie bei? Das ist der Kulminationspunkt. Zwei Morde und beide nehmen ihren Anfang vor demselben Einkaufszentrum. Jetzt ist der Teufel los. Nicht nur in den Medien, auch bei der Polizei. Die will dem Spuk ein Ende setzen. Es kann jeden treffen. Es geht nicht mehr um ein einzelnes Zufallsopfer. Es sind schon zwei und es drohen noch mehr zu werden. Die Polizei ermahnt die Bevölkerung zur Wachsamkeit. Das Ergebnis der Ballistiktests bleibt unter Verschluss. Wenn diejenigen, die für diese Verbrechen verantwortlich sind, wissen,
dass wir jede Tat ihren Waffen zuordnen können. Was würde jeder halbwegs intelligente Mensch als erstes machen? Genau das war unsere Sorge, dass sie ihre Waffen entsorgen, noch bevor wir sie verhaften können. Die Polizei bildet eine Taskforce, die auf die Killer angesetzt wird. Dazu haben wir eine Reihe von Sonderermittlungsteams gebildet, für jeden einzelnen Mordfall. Ausgerechnet ein Polizeibeamter aus West Covina erkennt die Gesichter auf den Bildern der Überwachungskamera und weiß, wo die Bande wohnt. Ich kenne sie. Nicht mit Namen, aber ich weiß, wo ihre Wohnung ist. Ich kenne das Auto und ich weiß, wie es bei denen oft zugeht. Die Killer haben sich ganz in der Nähe ihrer Tatorte versteckt. Die Wohnung liegt keine 2 Minuten entfernt. Das war der große Durchbruch. Alle haben sich darum gerissen, dabei zu sein. Die Wohnung wird von der Straße aus observiert. Eine Verdächtige verlässt das Haus. Es ist Eileen Huber. Da fährt sie. Die Beamten folgen unauffällig. Als die Verdächtige vor einem Restaurant anhält, erfolgt der Zugriff. Polizei, Hände hoch! Hände hoch! Umdrehen! Hände hinter den Kopf! Sofort! Aline Huber wird festgenommen und auf dem Revier verhört. Sie nennt Einzelheiten im Fall den Eugene. Sie sagten ihr, alles würde gut, wenn sie kooperiert. Dann würde ihr nichts passieren. Sie hat geredet und überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden, bis alles gesagt und keine Frage mehr offen war. Sie bettelte, ich will nur nach Hause, nehmt das Auto, ich will nur nach Hause. Okay. Aline Huber gesteht, dass es sich bei den gesuchten Mördern um sie selbst und ihre Mitbewohner handelt und dass John Lewis als Anführer fungiert. John stieg aus dem Auto aus, die Waffe in der Hand. Dann hörten sie den Schuss. Wie hört sich das an? Bam, bam, bam? Etwa so? Ja. Die Beweislage belastet Eileen Huber schwer. Sie sagt, das wäre ihr Verlobungsring von John. Bei näherem Hinsehen stellt sich aber heraus, es ist der Ring des ersten Opfers vom Einkaufszentrum. Eileen träumt davon, dass sie und John gemeinsam glücklich werden. Und sie trägt den Ring eines Opfers, ohne jeden Gedanken an seine Herkunft, als ob es ihr eigener Ehering wäre. Der Traum ist ausgeträumt. Für immer. Aline Huber sitzt hinter Schloss und Riegel. Die drei anderen sind noch auf freiem Fuß, wissen aber nun, dass ihnen die Polizei dicht auf den Fersen ist. Lewis sieht im Fernsehen, dass die Morde vom Einkaufszentrum denselben Tätern zugeordnet werden. Er weiß, was kommt. Im Untergang will Lewis möglichst viele mitreißen. So in der Art, ich werde den Bullen ein Gefecht liefern. Wenn ich untergehe, dann als Volksheld, als derjenige, der geraubt und gemordet hat. So will ich in Erinnerung bleiben. Wenn er schläft, hat er seine Waffe stets griffbereit. Manchmal sind es 2. Eileen sagt aus, dass Robins 6-jährige Tochter ebenfalls in der Wohnung lebt. Außerdem bestätigt sie, dass das verbliebene Trio zahlreiche Waffen hortet. Eine Spezialeinheit der Polizei soll die Wohnung stürmen. Das gefährlichste Szenario, das man sich denken kann. Die Polizei steht eiskalten Killern gegenüber. Polizei, auf den Boden! Auf den Boden, sofort! Das Sondereinsatzkommando überrascht die Verdächtigen vollkommen unvorbereitet im Schlaf. Der Zugriff verläuft ohne Zwischenfall. Das Kind wird in Sicherheit gebracht. Die mutmaßlichen Mörder werden zum Verhör in Polizeigewahrsam genommen. Polizei, Hände hoch, keine Bewegung! Damit sind nun alle 4 Täter gefasst und hinter Gitter. Bei der Wohnungsdurchsuchung werden zahlreiche Waffen gefunden. Das Versteck der Killerpaare liefert zahllose Beweise für deren mörderische Blutspur. Fotos, die teils während der Überfälle entstanden. Trophäen der Erinnerung. Selbst ein unbekanntes Kind musste mit einer der Tatwaffen posieren. Ich habe gewusst, dass ihr kommt.
Ich wusste es. Ich habe den anderen gesagt, sie werden mich in der Wohnung töten müssen. Ich werde nicht zulassen, dass sie mich kriegen. John Lewis, Vincent Hubbard, Robin Machuca und Eileen Huber werden diverse Verbrechen beschuldigt. Verschwörung, Entführung, Raubüberfall und Mord. John Lewis lässt den Moment Revue passieren, in dem er Shirley die No-Jeans Leben kaltblütig ein Ende setzte. Sie hat immer weiter geschrien. Hilfe! Warte nicht! Nein! Ich habe nochmal geschossen. Immer wieder. Bis sie nicht mehr geschrien hat. Der einzige Grund für sein Geständnis war, dass er sich der Tat rühmen wollte. Er war stolz auf das, was er angerichtet hatte. Lewis sagt aus, er habe mit dem Morden nicht mehr aufhören können, nachdem er einmal damit angefangen hatte. Er hat das Töten genossen. Er sagte, beim ersten Mal, wenn man dabei jemandem in die Augen sieht, geht alles viel zu schnell. Man muss es einfach nochmal erleben. Er konnte einfach nicht genug davon bekommen. Die Beweislage ist absolut eindeutig. Stets dieselbe Munition. Fingerabdrücke an den gestohlenen Autos. Die Anklage steht auf einem soliden Fundament. Der Angeklagte Lewis gibt sich keine Mühe, sich zu verstellen. Er sagte, die Opfer seien selbst dran schuld, dass sie ermordet wurden. Und wären ihm sowieso egal. Was kümmern mich die Opfer? Sie bedeuten mir nichts. Zu seiner Verteidigung führt er den erlittenen sexuellen Missbrauch während seiner Kindheit an. Willie Sams erinnert ihn rein optisch an den Stiefvater, der ihn missbraucht hatte. Den hat er in ihm erblickt, als er ihn umbrachte. Er sagte, als ich ihn gesehen habe, sah ich meinen Stiefvater. Alles, was ich wollte, war, ihn umzubringen. Auf die Rückbank, los! Elizabeth Nisbet musste sterben, weil sie sich wehrte. Man hat sie gefoltert. Man hat ihr gesagt, dass sie sterben werde. Ihr Tod war Folter, man kann es nicht anders bezeichnen. Sie wusste, dass sie sterben würde und hat dennoch bis zum Schluss gekämpft. Lewis und Vincent verlangen nach den Geheimzahlen zu den Kreditkarten ihres Opfers. Doch Elizabeth Nisbet gibt sie nicht preis. In dem Moment beginnt Hubbard so lange mit dem Gewehrkolben auf ihren Kopf einzuschlagen, bis sie die Zahlenkombination schließlich verrät. Warte nicht! Ich sag der Ruhe! Nimm mein Auto! Hinsetzen! 3 Tage später erleidet Shirley die No-Jean dasselbe Schicksal. Lewis sagt aus, ihre Tränen hätten ihn dazu veranlasst, sie zu erschießen. Als Kind durfte Lewis nicht weinen, tat er es doch, wurde er dafür bestraft. Er gerät in Rage und bestraft nun sie, weil sie weint. John Lewis war ein eiskalter Mörder. Wer ihm vors Visier kam, war tot. Laufen ließ er niemanden. Er hat im Leben nur eins gelernt, andere auszurauben und dabei keine Zeugen zu hinterlassen. Die Staatsanwaltschaft trägt vor, dass alle 4 Angeklagten eine tragende Rolle gespielt haben, bei allen Verbrechen. Hubbard war der Kraftprotz. Seine furchteinflößende Erscheinung hat die Opfer eingeschüchtert und davon abgehalten, sich zu wehren. Die Verteidigung will die beiden Frauen zumindest aus den Morden heraushalten. Die Staatsanwaltschaft jedoch hält sie für ebenso schuldig wie ihre Liebhaber. Eileen und Robin waren wie Cheerleader. Sie erfreuten sich daran, dabei sein zu dürfen. Sie freuten sich, helfen zu können. Ganz gleich wie. Ohne die beiden hätte kein Mord so geschehen können. Alle 4 werden wegen 27 Kapitalverbrechen angeklagt. John Lewis wird zum Tode verurteilt. Lewis hat bekommen, was er verdient. Er war ein Killer und in jeder Hinsicht Anführer der Gruppe. Ich finde allerdings, dass auch die anderen die Todesstrafe verdient hätten. Robin Machuca, Vincent Hubbard und Eileen Huber werden zu lebenslänglichen Haftstrafen verurteilt. Ohne Aussicht darauf, jemals begnadigt zu werden. Zurück bleiben die Hinterbliebenen der Opfer. Mit gemischten Gefühlen.
Wenn ich zurückblicke, kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen, obwohl es vor mehr als 20 Jahren geschah. Ich frage mich manchmal, wie unser Leben wohl weitergegangen wäre. Wir hatten so viel vor. Der Mord hat auch mein Leben ruiniert. Aileen Huber hat ihre bürgerliche Existenz selbsttätig zerstört. Für sie war es wohl nur ein Spiel, ein wilder Ritt, ein bisschen Disneyland, einfach zum Spaß. Die Folgen waren ihr wohl nicht bewusst. Und dass Menschen das Leben genommen wurde. Eine fatale Konstellation. Zwei Paare und vier tödliche Verbindungen. John und Robin teilen den erlittenen Missbrauch und die Vernachlässigung als Kinder. Das vereint sie und schafft Loyalität. Das verbindende Element zwischen Vincent und Robin ist ihre Romanze, ihre Beziehung. Vincent und John verbindet ihr Wettkampf darum, wer von beiden der größere Macho ist. Aileen wiederum ist fasziniert von John, dem Bad Boy, und er braucht ihre Bewunderung.